Hey, Johannes hier von newgadgets.de und ich bin auf der IFA 2017 in Berlin und schaue mir hier am Stand von Sony das neue Sony Xperia XZ1 Kompakt an. Das ist der kleinste Bruder des aktuellen Smartphone-Lineups von Sony. Wir haben einmal das XZ Premium, das größte, dann das neu vorgestellte XZ1, was ein bisschen größer ist mit einem 5,2 Zoll Display, und wir haben jetzt hier das XZ1 Kompakt, kleinsten aus dem Bunde, mit einem 4,6 Zoll Display, 11,7 cm mit einer HD-Auflösung. Das sind 1280x720 Pixel und ey, das ist nicht super hochauflösend wie die anderen Displays, aber auf dieser Größe ist das absolut ausreichend und ich persönlich bevorzuge ja solche kleinen Smartphones. Ich nutze ja auch das iPhone 6S, das ist ja auch ein bisschen kleiner als die ganz großen Smartphones, die da auf dem Markt sind. Hey, schau dir mal die Box an. Das ist das Coolste, was ich je gesehen habe. Und ich bin da wirklich begeistert von, wenn ein Smartphone doch ein bisschen kleiner wieder wird. Vor allem, weil Sony hier auch eigentlich so ziemlich alles reinpackt, was auch die Großen bieten. Also den aktuellsten Prozessor, aktuelle Kamera, aber dazu kommen wir ja natürlich noch. Gehen wir noch ein bisschen auf die technischen Daten ein. Auch von den Abmessungen her haben wir hier 129x64x9,3. Also ist ein bisschen dicker als die anderen Phones. Was aber auch, wie gesagt, nicht so schlimm ist, da es ja einfach durchaus kompakter ist. Das ist 140 Gramm wiegt es nur und es ist hier die schwarze Variante. Das Ganze kommt in Schwarz, Silber, Blau und Pink auf dem Markt. Und gehen wir mal ein bisschen auf die technischen Daten ein. Also wir haben jetzt einmal den Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor. Also wie gesagt, die Power von den anderen Smartphones, die wir alle auf dem Markt haben, eben mit einem etwas kleineren Display, kleineres Gehäuse, was einfach sehr viel cooler ist. Wir haben hier 32 GB internen Speicher. Wem das nicht ausreicht, der kann das Ganze natürlich auch nochmal mit einer Micro-SD-Karte erweitern. Und wir haben hier natürlich auch noch 4 GB Arbeitsspeicher. Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 2700 mAh, also wie die anderen Smartphones. Die Sache ist, das könnte natürlich jetzt ein bisschen länger halten, da wir hier auch eine niedrige Auflösung haben, als beispielsweise beim XZ1, das ja Full HD hat. Wir haben ja hier nur 27p. Außerdem können wir das natürlich mittels Quick Charge 3.0 auch super schnell wieder aufladen. Und was sehr schön ist, Sony hat hier bereits das neue Android 8.0 integriert. Gehen wir mal hier hin, das haben die anderen irgendwie noch nicht geschafft. Keine Ahnung, woran das liegt und warum Sony hier schon so schnell ist. Samsung hat das nicht hinbekommen. So, gehen wir mal ins System, schauen uns hier mal das Easter Egg an. Da wird dann ein Oktopus gezeigt. So, das ist der Android Oktopus. Entweder heißt es Android Oreo oder Android Oktopus, keine Ahnung. Aber ein sehr cooles Easter Egg auf jeden Fall. Ja, und hier sieht man aber auch, dass Sony hier seiner Designlinie ein bisschen treu geblieben ist. Wir haben hier immer noch sehr große Displayrahmen oben und unten, was natürlich daran liegen könnte, dass wir hier Stereo-Lautsprecher haben und auch diese große Frontkamera. Aber ihr wisst ja, die aktuellen Smartphones sehen eigentlich ein bisschen anders aus. Die ganzen anderen Hersteller setzen eher auf ein großes Display mit wenig Displayrahmen. Sony setzt da immer noch auf ihr altbewährtes Design und bleiben ihrer Designlinie treu. Entweder mögen die Fans das oder Sony findet das gut. Wer weiß, die aktuellen Modelle sehen eben so aus. Könnt ihr natürlich in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr das auch schön findet. Ist eben Geschmackssache. Mich stört es jetzt nicht so sehr, denn wie gesagt, es ist immer noch ein sehr, sehr kompaktes Gerät. Gehen wir mal ein bisschen auf die Konnektivität ein. Wir haben hier WLAN 802.11a BGNAC mit MIMO, 2,4 und 5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC ist natürlich dabei und USB 2.0. Ja, ihr habt richtig gehört, 2.0. Das XZ1 hat 3.1. Das XZ1 Kompakt leider nur USB 2.0, aber ich denke, das sollte eigentlich auch ausreichen. Gehen wir mal kurz um das Gerät herum. Da haben wir hier den USB-Port, hier die dedizierte Kamerataste. Also ihr drückt drauf, gedrückt halten und ihr kommt direkt in die Kamera. Haben hier den Power-Button, der auch gleichzeitig Fingerabdrucksensor ist. Also ihr tut euren Fingern drauf, schaltet das Gerät ein, Fingerabdruck wird erkannt. Direkt könnt ihr loslegen. Wir haben hier Lautstärketaste, haben hier dann auch noch das Fach für die Nano-SIM und die Micro-SD-Karte. Und was sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich hier der Kopfhöreranschluss, der ja eigentlich gar nicht wegzudenken ist, oder? Das XZ1 Kompakt bietet auch Hi-Res Audio, hat Stereo-Lautsprecher, wie bereits erwähnt, und nimmt auch die Videos in Stereo auf. Gehen wir mal auf die Kamera ein, die hier auf der Rückseite ist, nämlich die Hauptkamera, die, wie bei den anderen Geräten, auch 19 Megapixel bietet.
4K-Videos könnt ihr aufnehmen und das Schöne ist natürlich auch das Super Slow Motion mit 960 Bildern pro Sekunde, was auch sehr, sehr cool ist. Andere schaffen hier beispielsweise nur 240 Bilder pro Sekunde. Hier kann man wirklich sehr, sehr krasse Super Slow Motion Aufnahmen machen. Und es gibt die neue 3D-Scan-Funktion, damit könnt ihr Objekte und auch Gesichter einfach mit der Kamera aufnehmen und schon habt ihr ein 3D-Objekt, was ihr beispielsweise ausdrucken könnt oder es in beispielsweise Spielen oder anderen coolen cooler Software nutzen könnt. Gibt hier den LED-Blitz und für die Frontkamera wird es auch einen Display-Blitz geben. Die Frontkamera hat 8 Megapixel und einen Weitwinkel. Also hier könnt ihr nicht nur euch drauf bekommen, sondern eben auch eure Freunde. Ideal für Groofies. Das ist also hier das neue Sony Xperia XZ1 Kompakt auf der IFA 2017. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, dann stellt sie einfach hier unten in die Kommentare und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Und lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dem aktuellen Design von Sony haltet. Sagt ihr, ey, das ist mir eigentlich egal, wie viel Rahmen da ist, Hauptsache das Phone ist cool. Oder sagt ihr, nee, das ist halt noch ein Design von vorgestern. Das sollte Sony auf jeden Fall ändern. Lasst mich einfach unten in den Kommentaren wissen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!